Am 21. April feierten Bürgermeister Werner Kurz und sein Gemeinderat den Amtsantritt nach der Wiederwahl. Für den besonders festlichen Anstrich sorgten die Musikkapelle und Schützenkompanie Ischgl. Die Amtsantrittsfeierlichkeiten waren auch die perfekte Gelegenheit, um über die letzte Gemeinderatsperiode Resümee zu ziehen. Eine Gemeinderatsperiode, wo sehr viel gelaufen ist, wo man sehr viel verwirklicht hat. Und das gute Miteinander, muss ich sagen, das ist im Vordergrund gestanden. Und dadurch ist auch so viel passiert. Ähnlich sehen das auch andere Gremien im Ort. Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die drei Gremien, Tourismusverband, Seilbahn und Gemeinde, gut harmonieren. Und ich glaube, in Werner haben wir dann einen ausgezeichneten Bürgermeister, der immer auch für alles zu haben ist. Und ich glaube, dass wir ein gutes Team sind und wir sehr froh sein können, dass wir so einen Bürgermeister haben. Die letzte Periode war sehr interessant. Wir haben auch viele Differenzen und auch Schwierigkeiten, aber wir können gut miteinander reden und das ist wichtig. Und es ist auch gut, wenn nicht jeder die gleiche Meinung hat. Das wird auch in Zukunft so sein, weil dann geht etwas weiter, wenn man diskutiert, offen diskutiert und das mitnimmt. Es hat nicht immer jeder recht und es geht bei Kompromissen immer so, dass jeder glaubt, er hat das größere Stück vom Kuchen bekommen. Ab sofort auch für die Findung von Kompromissen mitverantwortlich Gemeinderat Michael Wolf. Seine Ziele? Dass das Dorfleben aufrecht bleibt, dass das, was los ist im Dorf vor allem, und auch, dass die Jugendlichen und auch die Senioren, Kultur, Vereine, dass das alles unter den Hut gebracht wird und auch gefördert wird und unterstützt wird. Bürgermeister Werner Kurz hat aber noch viel mehr vor. Momentan sind wir dran, das Gemeindeamt fertigzustellen. Das wird so bis Mitte Juni sein und da werden wir umsiedeln. Und dann gibt es einmal hauptsächlich auch infrastrukturelle Sachen wie Kanal. Das ist ein großes Projekt, das läuft sich auf 3 Jahre. Und dann gemeinsam mit den anderen Institutionen, Seilbahn und Tourismusverband, werden wir dorfinterne Probleme auch versuchen zu verbessern. Werner Kurz ist der neue, alte Bürgermeister von Ischgl. Am 21. April 2016 feierte er seinen Amtsantritt.